Wollen wir jemals wieder vegetarisch leben? Das klären wir gleich. Hallihallo und herzlich willkommen, das ist die Alexandra und ich bin der Lars von Roh Energie. Hallo. Ja, wir haben eine Frage bekommen auf Instagram. Sumi-Paar fragt, wollt ihr jemals wieder vegetarisch leben? Was ist, wenn eure Kinder nicht vegan werden wollen? Wie geht die Verwandtschaft mit eurem vegan sein um? Das sind ja drei Fragen auf einmal. Klären wir gleich. Dieses Video wird unterstützt von Plantrition, der tierleidfreien Marke für vegane Nahrungsergänzungsmittel. Wir benutzen diese Sachen seit Jahren, zeigen die in fast jedem Nahrungsergänzungsvideo. Wir lieben diese Sachen von denen. Schaut doch mal bei denen vorbei, wenn euch das interessiert. B12, D3, K2, was auch immer. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, also gehen wir auf die erste Frage ein. Wollt ihr jemals wieder vegetarisch leben? Wir haben noch nie wirklich vegetarisch gelebt, weil wir sind ja von einer Low-Carb-Ernährung oder einer omnivoren Ernährung direkt gewechselt in die vegane und wir sind bisher nicht wieder zurückgefallen. Ja. Aber, darüber haben wir auch schon mal geredet, das wäre die einzige Option für uns, wenn wir sagen würden, ach, irgendwie packen wir es nicht mehr, uns geht es ja gut, dass man halt sich eine Sache rauspickt, auf die man vielleicht nicht verzichten wollen würde. Und dann sagt man, ja gut, dann isst man halt mal ein Ei. Ich vertrage übrigens keine Eier, ich kriege davon Durchfall. Ich mag sie nicht. Genau. Käse macht mir nicht mehr an, gibt super gute Ersatzprodukte. Das ist voll eklig auch. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war oder wann das war, wo wir auch dann, wo ich dann so Käse gerochen habe oder sowas und dann hat es so sauer gerochen. Ja, für uns riecht es mittlerweile so richtig nach vergoren. Ja, so nach Kotze. Ja, genau, nach Kotze. Ist echt nicht mehr schön. Ja. Gibt es ja mittlerweile auch super Alternativen, die ganzen Pflanzendrinks, brauchen wir nicht drüber reden. Nee. Es gibt viele Leute auch, die einfach Pflanzendrinks lieber trinken. Ja, auch wenn sie sich nicht vegan ernähren. Und Milch, so Kuhmilch mochte ich auch nicht. Also ich konnte es höchstens als Kakao trinken, aber pure Kuhmilch fand ich auch immer eklig. Aber Fleisch auf gar keinen Fall. Nee. Und dann bleibt schon nicht mehr viel übrig. Fisch eher auch nicht. Nee. Und das Einzige wäre mal, dass man mal ein Auge zudrückt, wenn halt mal irgendwo was mit drin ist. Ja. Ja, dass man sagt, in einem Eis ist mal ein bisschen Milch mit drin oder in irgendwelche Süßigkeiten, wenn man halt irgendwie Heißhunger hat. Also, aber das wären die einzigen auch, die wir irgendwann mal machen würden, wenn wir scheitern würden. Aber wir würden niemals sagen, ja, jetzt essen wir halt Eier und Käse. Also ich vermisse das auch nicht. Also ich vermisse keine Milch, ich vermisse keinen Käse und ich vermisse schon mal gar keine Eier. Was ist, wenn eure Kinder nicht vegan werden wollen? Ja, dann ist es halt so. Wir zwingen unsere Kinder ja auch nicht, sich vegan zu ernähren, sondern die können halt schon machen, was sie wollen. Nur beeinflussen wir unsere Kinder genauso wie das System und die Werbeindustrie. Das bedeutet, wir versuchen denen das natürlich zu verkaufen mit dem Vegan und mit dem Gesund ernähren, ja. Und sie gehen darauf ein, wenn es ihnen schmeckt, machen sie mit, aber wenn sie mal auf dem Geburtstag sind oder was auch immer, dann machen sie es halt nicht und die werden ja auch größer, unser Ältestes ist jetzt 13 und wenn der dann irgendwie in einem Jahr oder zwei sagt, ich habe ja mein Taschengeld, ich mache, was ich will, dann macht er, was er will, dann werden wir ihn auch nicht weniger lieben und unterstützen in dem, was er will. Also die geben ihr Taschengeld zum Beispiel, die haben beide die Möglichkeit, die haben beide in der Schule eine Mensa, wo sie sich auch was zu essen kaufen können. Also nicht nur Süßigkeiten, sondern auch irgendwie belegte Brötchen, Croissants und sowas. Aber dafür geben die ihr Geld nicht aus. Also das ist denen einfach dann nicht wichtig genug, dann, dass die jetzt sagen, so, hey, ich will jetzt ein Schnitzelbrötchen haben oder sowas. Ja, dass die jetzt hier zu Hause nicht das Essen kriegen würden, was ihnen auch schmecken würde. Ja. Genau. Und die dritte Frage war, wie geht die Verwandtschaft mit eurem Vegansein um? Ja, unsere Verwandtschaft ist sehr übersichtlich. Das bezieht sich nämlich auf deinen Vater und meine Eltern. Genau. Und ich meine, die wissen das jetzt schon seit fast 7 Jahren. Ja. Wird ja bald 7 Jahre. Und das hat sich nicht geändert. Also die haben das akzeptiert. Und die machen das nicht so. Aber ja, die gucken dann schon. Also wenn ich bei meinen Eltern bin, dann guckt meine Mutter schon immer, dass irgendwas zu essen da ist, was ich auch essen kann. Dann macht sie mir manchmal auch extra was. Wenn die Kinder dann was anderes wollen und dann ist das auch völlig okay. Also da hat noch nie jemand irgendwas gesagt jetzt. Ja, wir werden auch nicht verarscht oder so oder irgendwie anders behandelt. Es hat sich ein bisschen was geändert, weil man kann nicht mehr zusammen so essen gehen. Ich war mit meinem Vater früher sehr viel essen, das ist halt nicht mehr so drin und habe ich auch nicht mehr so Lust drauf, ganz ehrlich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja oft Leute, die sagen, ja, und dann werde ich veräppelt oder sowas, dann würde ich mit der Familie brechen. Ich bin mittlerweile absolut rigoros im Umfeld. Ich lasse niemanden mehr rein, der mir irgendwie negativ
mich negativ beeinflusst. Ich bin ja da absolut konsequent. Also ich weiß ja nicht, ob ich das so konsequent machen könnte, ja. Wobei ich mir dann auch überlege, meine Familie hat mich halt auch nie veräppelt oder sowas, ja. Oder blöde Sprüche. Ich meine, klar, am Anfang gab es mal vielleicht ein, zwei Nachfragen und dann erklärt man das und dann ist gut, ja. Aber wenn einen jemand veräppelt und ja, irgendwie schlecht macht oder so, dann muss man sich mal wirklich überlegen, hat derjenige überhaupt Respekt vor einem, ja. Da muss man dann wirklich mal überlegen, ob dann vielleicht einfach mal auch ein paar Monate Sendepause, man muss ja nicht komplett sagen, ich will jetzt nie wieder was mit dir zu tun haben, aber dass man sagt, so, nö, hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, habe ich keine Lust, mich von dir veräppeln zu lassen, dann lasse ich es halt, dann sehen wir uns halt nicht und dann mal gucken, wie diejenigen dann drauf reagieren. Ja, naja, klar. Man muss halt auch einfach mal auf den Tisch schauen. Das habe ich auch, die Erfahrung habe ich halt auch gemacht. Ne? Am besten, das Beste ist, wie man durchs Leben kommt, ist Klarheit. Mhm. Ja? Einfach mal sagen, was man denkt und nicht immer nur zurückstecken. Ja. Das ist halt gut. Das klingt jetzt zwar hart, aber das Leben ist nicht unbegrenzt da und man muss sich nicht seine Zeit irgendwie mit Leuten verbringen, die einen nicht mögen oder die einen demütigen. Ja. Ja. Deswegen, man hat ja auch eigene Bedürfnisse. Ja, wir haben ja auch 3 Kinder, wir müssen uns um die Kinder kümmern. Wir haben euch, ihr braucht auch ein bisschen Zuneigung und Bedürfnis und das muss halt auch erfüllt werden und da muss man halt dann überlegen, wo man seine Zeit reinsteckt. Ne? Ja. Also steht zu dem, was ihr macht, seid stolz drauf, ihr seid tolle Leute, wenn ihr euch Veganer erwähnt, dann schafft ihr weniger Leid, ihr tut den Tieren gut, der Umwelt gut, ihr tut euch selber gut und wer das als schlecht ansieht und euch dann auch noch verkauft oder euch demütigt, der ist vielleicht auch nicht der beste Umgang. Ja? Ja, aber da muss man, das ist auch wieder im Prinzip, was wir sie gelernt haben, ne? Wenn euch jemand veräppelt, dann sagt das mehr über ihn aus als über euch, ne? Weil er macht das, zieht es wahrscheinlich ins Lächerliche, weil er das vielleicht eben nicht schaffen würde, das aber so nicht sagen will und ja, euch einfach nur wieder runterziehen will auf sein Niveau. Genau. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Aktiviert das Glöckchen. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Jetzt sitzen alle Dinger hier, ne? Ja, die stehen plötzlich auf Licht. Ich weiß auch nicht. Eine Lichtquelle aufstellen. Das sind wahrscheinlich gar keine Fruchtfliegen. Ja, was ist es denn? Keine Ahnung. Sehen aber so aus. Vielleicht haben wir irgendwas gekippt. Ich hatte das gekippt gelassen. Achso. Und dann sind die wahrscheinlich alle durch die Fliegengitter dann doch an den Seiten irgendwie rein. Vielleicht sollten wir mal...